Es wird dann nicht einfach schwarz, weil du irgendwas gekauft hast, hast du das auf die Pappen kriegt, dann ist wieder schwarz. Ist überkront, überkront. Ihren Schuss kriegt nicht auf die Pappen. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, was geht ab? Alter, willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf Max Billion. Alter! Ich möchte mich herzlich entschuldigen für den fehlenden Vlog. Entschuldigung. Weil ich die ganze Zeit nur am Arbeiten war und ich wollte nicht zeigen, wie ich das stundenlang am Computer sitze und mir irgendwelche Sachen überlegt. Los, los, frisch das, frisch deine Geschwätze! Eine Woche Pause, aber wir sind zurück, Leute. Jetzt musst du ja noch nicht weiterzufahren. Und auch wir haben den Black Friday genutzt mit unfassbar tollen Bestellungen. Jetzt geht's gleich los. Boah, was hat sich der Maxl bestellt? Sicher irgendwas Orges von Louis Vuitton. Hier haben wir Louis Vuitton. Ich zeige euch, was ich mir am Black Friday geholt habe. Ein Licht, das so hell leuchtet, dass man geblendet wird. Da ist der Party. Eine wunderbare Pflanze, die hoffentlich im Gegensatz zu meinem Bonsai mal überleben wird. Ich hab draufgeschissen, bisschen. Kleiderbügel, die seinen Drecksgummiüberzug haben und überhaupt nicht zu den restlichen Kleiderbügel passen. Fuck! Einen Eierkocher, der so heißt wie meine Mama. Das war's. Das war's. Ja, wir haben nicht den Kapitalismus gefrönt, wir haben nicht sonderlich viel Geld ausgegeben. Wir besinnen uns auf die Wahrheit. Entschuldigung. Nein, ich habe mir eine neue Rolex bestellt. Die ist unterwegs. Die Batman, die wollte ich jetzt eh schon länger haben und das war jetzt eigentlich ein guter Moment. Spaß, ich habe mir wirklich sonst nichts gekauft. Wäre gut. Ich sage euch was, ich krieg meinen Führerschein, wenn ich alles richtig mache, am 10. Jänner zurück. Ich muss jetzt nur mehr einen Monat aushalten, nur mehr einen Monat durchbeißen, dann habe ich meinen Schein zurück. Ziemlich chillig, oder? Also der Rest, darf kein Scheiß passieren. Gott sei Dank fährt jeder Manfred so, aber... Bitte wünscht mir Glück, weil ich will unbedingt den Skiurlaub. Und wenn da jetzt wieder irgendwas passiert, kann ich das Auto gleich verkaufen. Ich habe gerade die Strafe vor 800 Euro einzahlt. Ich habe es immer noch nicht zahlt gehabt. Ups. Er macht alles richtig. Es ist jetzt immer so stressig. Hauptsächlich fokussiert auf den Sport. Wo man sonst kriegt man denn solche Tutern? Schau dir das mal an! Ich bin aktuell natürlich im Balk. Gekocht haben wir. Lecker! Nachdem ich jetzt fertig bin mit meinem fucking Deload und auch nicht mehr krank bin, unfassbar stark. Nach jeder Deload-Phase pushe ich mich wieder. Und auch heute werden wir pushen. Wir haben vorgestern 130 Kilo Schulterdrücken gemacht. Okay, wir haben es nicht geschafft, aber die 120 davor waren stabil. Stabil. Alexa, halt die Gosch. Ich sitze jetzt, brav, wie die hört, gell? Ja, mittlerweile hat es auch dazu gelernt. Du musst es noch ein bisschen schlagen, die Frauen, und dann checken sie. Oh mein Gott, Entschuldigung, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Ich war noch nie, oh ja, in der Volksschule schon. Sonja, es tut mir leid. Ich habe die Sonja in der Volksschule so gewürgt, dass sie bewusstlos worden ist. Es tut mir wirklich leid, nach wie vor. Liebe Sonja. Will verdienen wirst du schon? Oh nein, Spaß, hättest dich nicht so... Oh mein Gott, Leute, ich muss erst wieder lernen, meinen Humor zu drosseln, bevor ich die Kamera aufdrehe und dann kommt dann für den Vlog zu machen. Frohe Weihnachten, gell? Macht man keine Scherze drüber eigentlich. Frohe Weihnachten. Mein Privater ist nicht kameratauglich. Entschuldigung. Cool, es schneit! Weil der erste Schnee kommt. Leider bleibt er in Wien nicht liegen, aber trotzdem. Ich freue mich, ich bin so ein Weihnachtsmensch. Ich mache mich jetzt schon ready fürs Training. Dreiviertel Stunde vorher fette ich mir jetzt noch mein letztes Big Workout Meal rein. Da schneide ich mir jetzt dann noch so ein bisschen Banane rein. Vor dem Training, die Kohlenhydratspeicher müssen aufgefüllt sein. Für alle, die auch zunehmen wollen, der Massebrei von Neosubs. Das ist auch das, was ich mir jetzt im Bulk reinhaue. Gibt so viel Kraft, das ist gestört. Schmeckt auch gut. Und so können wir dann ausschirmen. Fotze. Wochen nicht mehr gebloggt. Also bitte verzeiht mir, wenn ich nicht so gut weiß, wie das funktioniert noch. Schaut euch einmal diese Lieferung an. Ah, fuck. Drei oder viermal Protein. Dann nehme ich immer das Banane. Kennt ihr zufällig dieses Nöm? Eiweiß-Dingsdi? Das schmeckt so geil. Das schmeckt genauso. Nur noch eine Spur besser, weil es nicht ganz so dickflüssig ist. Dass man durchaus schmeckt, dass es sich hierbei um ein Low-Calorie-Produkt handelt. Dann haben sie noch ein paar so Riegel dazu geschickt, die nasche ich. Eigentlich sollte ich den jetzt noch. Ganz wie essentielle Aminosäuren brauchen wir vor dem Training. Und eine, der beste Booster ever. Firelands Booster. So geil, Alter. Jetzt mit meinem Gutscheincode minus 10% sparen, Leute. Das Angebot gilt noch. Ich schicke gerade jetzt an Weihnachten diesen kompletten Karton. Der wird komplett von mir vollgefüllt. Und ihr kriegt dieses Paket. Nutzt das Angebot. Try scoop it in, motherfucker. Motherfucker. Und das haben wir schon wieder. Nachher gibt es nur ein fettes Afterwork-Meal. Das letzte Mal habe ich mir zwei Kebab reingefetzt und dann habe ich bis um zwei nicht schlafen können. Insomnia, also Schlaflosigkeit, steht in dieser Kollektion mehr für... Zwei Kebab reingefetzt. Ich bin jetzt irgendwie müde geworden, deswegen zack, nicht länger trödeln und ab ins Training. Eins liebe ich ja immer extrem zu machen, wenn der erste Schnee da ist. Sechs. Den ersten Schneeball des Jahres. Ja! Boah.
Die Uhr macht mich fertig. Zur Zeit wird so die Brust zerfetzt, dass man nicht mehr krallen kann. Grüß euch, Schwanzwald. Made it, Alter. Training zerstört. Heute immer nach, der Fluch ist gebrochen, weil ich war letzte Woche schon richtig scheiße. Überall geht alles weiter. Nur Brust ist seit letzter Woche Meier. Bei 90 was war, was ist, Alter? Gusch. Aber Trizeps haben wir nochmal zerstört. Stabiles Training gewesen und das ist das Wichtigste, dass wir Meier sind. Jetzt gehen wir fressen. Weil ich jetzt Nährstoffe brauche, habe ich jetzt ein Paket von HelloFresh bekommen. HelloFresh! Ein ultrafettes, Leute. Schaut euch das an. Fiss, Stepper, da ist alles drin. Ich brauche die gesamte Woche weder einkaufen noch sonst irgendwas. Cool! Ich habe das 24 Stunden vorher bestellt und jetzt habe ich ausgesagt. Fürs ganze Wochenende, für die ganze Woche. Da ist alles drin jetzt. Das ist in fix fertigen Portionen. Ich habe dann nur mehr die Anleitung drin. Ich brauche das alles nur mehr zusammenschmeißen und habe dann mein fertiges Meal. Beste Leben. Wünschen dir einen guten Appetit. Dankeschön, HelloFresh. Absolut geil für jeden, der nicht einkaufen gehen will oder nicht weiß, was er kochen soll, aber trotzdem schaut, dass es gesund ist. HelloFresh einfach perfekt dafür. Ich habe jetzt für euch unten in der Infobox einen Gutscheincode, mit dem spart ihr bis zu 90 Euro auf die ersten 4 Boxen und ihr kriegt auch noch gratis Versand für die erste Box. Das heißt, wer will, gerne in der Infobox vorbeischauen. Ich freue mich schon mega auf das Meal, was ich jetzt gleich zaubern werde. Da habe ich jetzt alle Inhaltsstoffe. Es sind sogar so kleine Knoblauchzehen dabei. Und dann muss ich einfach nur mehr Step by Step jeden Arbeitsschritt befolgen. Die Zwiebeln sind schon am Anbraten, Kartoffeln bereits gekocht. Da hinten sind schon die Nudeln. Jetzt kommt das Fleisch dazu und die Soße. Da habe ich jetzt nochmal frische Tomaten geschnitten. Die war mit dabei. Dazu die Gewürzmischung von HelloFresh. Die kommt da einfach drüber. Noch ein bisschen geriebenen Gouda drüber. Ja. Super, alles daneben. Und fertig sind meine Spaghetti Bolognese. Das war's. Nachdem ich jetzt wieder 2 Wochen nicht mit dem Auto gefahren bin, beziehungsweise der Manfred mit mir gefahren ist, ja, habe ich natürlich keinen Plan, wo das Auto ist und muss jetzt wieder 7 Stockwerke durchsuchen. Was ist da? Was ist da? Schatzi. Manfred. Manfred. Schatzi. Ja, komm, das ist ja. Oh, nein, komm. Manfred. Manfred. Yes. Manfred. Geh leck mit. Platz, Alter. Bis wo durch das Kiss? Das gibt's jetzt. Bin nicht so weit. Da war ich schon. Zieh. Das gibt dich und ich will was machen. Alter, zieh. Das gibt es. Welches habe ich mir jetzt? Im zweiten stehst. Ich rufe jetzt seit einer halben Stunde. Hysterisch. Hast du einen Leberkass auf die Ohren? Was ist das überhaupt? Snus? Was bringt ein Snus, wenn du währenddessen ein Chick in der Pappen hast? Steig ein, wir fahren. So, Manfred, du warte, weil lass mal die Federn schneiden. So, das haben wir schon. Krieg natürlich wieder den Termin nach dem Termin. Er ist schon fertig mit Hackeln. Ui, was hat er denn da gebaut? Ja, ach so, ja scheiße, was hast du gemacht? Ich erzähl's dir. Hallo, grüß euch. Weiß nicht, wo es dich am besten. Rechts, 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 rechts. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn die Food Lapper klappert. Danke. So, schätze ich das an, Alter. Schau, wie der Stuhl wird. Aber irgendwas hat's, gell? Angenehm. Hast du irgendwelche Probleme mit deinen Haaren oder mit deiner Kopfhaut? Ich glaube, ich hätte eher Probleme ohne Haare und ohne Kopfhaut. Der Gordi Max. Schön hat ein neues Shampoo, gell? Oh, Freunde, Product Placement. Freunde. Das Urgut ist für Volumen. Macht die Haare einfach ein bisschen griffiger, falls du das möchtest. Achso, Turban kriege ich auch noch. Herzlich willkommen zur FIFA-Weltmeisterschaft in Katar. Trotzdem mit der Haarhaltung. Was wird heute rasiert, penetriert? Penetration, Eskalation, Beschneidung, Fimose. Bist du beschnitten? Haare, 2 Nerven weniger. Bist du beschnitten? Am Start, nein, Rudi. Alles noch dran. Der ganze Rüssel hängt. Sag jetzt, was hast du mit deiner Hand gemacht? Ich habe mir 2 Nerven durchgeschnitten. Gott sei Dank keine Sehne erwischt, was mega geil ist. Das heißt, ich kann arbeiten, ich kann alles bewegen, aber das interessiert die Leute sowieso. Doch, 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 wie hast du reingeschnitten? Ja, das ist ein bisschen. Das verrate ich. Was hast du gemacht? Es gibt. Es ist ein bisschen peinlich. Und Trader? Das ist mein Hausdisziplin. Das ist der Haarschnitt. Wir haben jetzt diesen klassischen, eigentlich genau das, was ich nie wollte, aber ich habe, weil ich das nach dem Duschen so oft tragen habe, so viele Komplimente gekriegt. Gar keiner von euch. Was für Komplimente denkt ihr euch bei der Arschkrätzen? Sprich ordentlich.
ihr taugt es irgendwie. Ich habe es nie gemacht, weil mich es nervt, wenn die Haare im Gesicht hängen. Aber ich glaube, wir probieren das aus. Wir haben einfach die Haare, die ihm vorne fehlen, da jetzt drauf gepickt. Richtig, der ganze Rüssel hängt. Und jetzt ist es fertig. Danke für deine Hilfe. Oh, komm, wir sagen es jetzt. Er war im Bett und... Ich bin vom Bett gefallen. Wir sagen nicht, wie er vom Bett gefallen ist, aber unterm Bett, er hat ein Boxspringbett, das ist relativ hoch, war ein Glas. Du hast dich selber aufgespießt. Seine Hand musste neu konstruiert werden, weil das durch die Hand durchgegangen ist. Was hast du gedacht im ersten Moment? Ich dachte mir so, Bruder, komm kurz. Oh, fuck. In Kassel. Jetzt kann ich mal schwarz arbeiten können. Ja, die ganze geile Schwarzarbeit. So eine Scheiße. Finanzamt. Und dann. Du fährst jetzt zur Mädel? Ist das die hast? Na, jetzt hör auf. Das darfst du. Das darfst du. Die Wahrheit darfst du nicht. Die Wahrheit? Ich muss Arsch wischen auch mit der Hand. Oi, der Zahn. Hör mal an, für was sagst du meiner Martin? Nicht schlecht. Der junge Hüpfer. Der geile Fuckboy TikToker. Nicht? Na sicher, der bin ich. Jetzt kann ich dann auch so Videos machen. So. Boys, ach, ich halte die nicht aus, die auf TikTok so reinschauen und dann so auf die Lippe beißen und immer so weiblich in ihre Videos machen, das halte ich gar nicht aus, finde ich ganz, ganz schlimm. Sin City was a maybe. Komm, Mom, ein neuer Tag im Auto, Maximilian, Alter, und wir sind ready. Wir machen uns jetzt direkt auf den Weg zu... Ja, nicht. Ready natürlich im full Mann-Outfit mit dem Bipolar-Shirt, der M&M Jeans beste, Leute. Ja. Wer die nicht holt, der ist wirklich selber schuld. Scheiße. Ja, das sind die neuen Haare, Leute. Irgendwie schon langsam. Ist gar nicht mal so schlecht. Nachdem ich dort jetzt circa 6 Stunden bin, muss ich natürlich zwischendurch auch zu essen kommen. Deswegen habe ich tatsächlich noch gemeal-prepped und mir Händelfleisch mit Reis gemacht. Und wer es nicht macht, der zahlt eine Fotze, ne? Sicherlich nicht. Wir sind im Training. Wir müssen Gas geben. In die Rauensteingasse. Passt perfekt. Oh, da sind wir schon, Leute. Oh, grüß euch. Oh. Servus, grüß dich. Es geht alles gut? Ja, bei dir? Nice. Sweat am Start. Zip Hoodie, gleich alles einkaufen. Nicht schlecht. Seid ihr zufrieden damit? Ja, ja. Sehr cool. Guten Morgen. Wie man es mir vermutlich eh schon ansieht, habe ich so hundsmiserabel geschlafen. Bin extra früh ins Bett gegangen, damit ich jetzt um 8 aufstehen kann. Aber war irgendwie bis 6 konnte ich nicht einschlafen. Wieder mal Gedankengras. Kalte Dusche und dann mache ich mich am Weg. Ah, übrigens, Leute, schaut's mal. Es schneit draußen immer noch. Cool, wenigstens ein Plus. So, jetzt sind wir mittlerweile schon ein bisschen ein bisschen fitter, die kalte Dusche hat mir viel gehabt, aber ja, ich brauche noch irgendein Frühstück unterwegs, wir treffen uns jetzt dann gleich. Wir sind bei irgendeinem Videoshooting heute, also anscheinend dreht da die Sofodoff, das ist eine, die auf TikTok was macht und so. Alter, was soll ich reden? Es ist halt ein Videodreh, die Loche sind anscheinend auch dort und ich habe mir gedacht, ja cool, schauen wir uns das an. Das wird cool werden. Unterwegs müssen wir natürlich noch Carbs und die Proteine reinschießen, deswegen zwei Leberchetten reinhauen. Ich schaue, was ich mich suche, aber nicht finden. Wo ist denn der Max? Wo ist denn der? Ja, okay. Servus. Alles gut? Servus. Ja, ich hab auch. Tschüss, servus. So, finally made it, Leute. Wir sind irgendwo in Kanoibo. Das soll jetzt irgendwo das Studio sein. Ich bin sehr gespannt, wie es dort ausschaut. Weil er da ist. Ich bin so schlecht gelaunt. Ich kann es keinem sagen, weil ich so schlafkrantig bin. Okay, Leute, wir sind da. Da haben sich schon die ersten versammelt. Drinnen wird dann gefilmt. Ich bin schon ziemlich gespannt, was mich erwartet. Hallo, grüß euch. Servus. Und welches Einhorn hat dich ausgeschissen? Wilder Fit, Alter. Das würde ich genauso tragen. Das sind jetzt alles die Hansys, die dann hinter einer Wall stehen, gemeinsam mit mir. Dann geht der Vorhang noch weiter ein Stück nach oben. Und dann muss sie im Auswahlkriterium entscheiden, wen sie nimmt und wen nicht. Ja, ich habe mir das anders vorgestellt, aber it is what it is. Bist du nervös? Extrem, natürlich. Ich kann mich kaum noch halten von der Nervosität. Warum die gefärbte Linie? Damit die Welt für mich schöner aussieht, als sie ist. Nicht um. Kann ich heute gut gebrauchen. Du vloggst heute, oder was? Ich vlog immer. Bist du Danny Dobrik? I just want you to be my assistant. Let's move to the end. You down? As long as I get more roses. Those roses look like really fucked up in the video right now because they're holding like good, fucking but in shit. Person, they smell delicious. Eat it. Ich mag auch David Dobrik, ich habe auch so ein Kickback-Shirt. Ah, wirklich? Ah, das ist ein Merch. Delicious. Oh, Sex Boy, was geht? Delicious. Leute, ich sitze da und frage mich gerade echt, für was ich mich da freiwillig gemeldet habe. Unfassbar. Komm mal vor, als wäre ich sein Opfer, was verkuppelt werden müsste. Und dann sitzt sie mit dem Kollegen gemeinsam. Danke, danke für die Einladung. Ja, jetzt kriegst du das Deppert. Jetzt gehe ich aufstehen und sage, ich mache nicht mit, wenn es nicht mehr so. Content habe ich, stimmt. Nächste Bewerbung dann bei Forsthaus Rampensau. Da bewerbe ich mich. Du hast eine Einladung zu Forsthaus Rampensau? Und warum machst du da überhaupt mit? Ja, keine Ahnung. Und hat gesagt, hey, jetzt kurz nicht filmen, wenn ich mein Gehirn ist schläft. Kriegst du Geld dafür? Nein. Du machst es furry? Ja, voll. So nebenbei mal sehen, wie so die YouTubers in Wien so sind, ne? Voll unsympathisch, also ich zumindest. Falsch. Ich bin abgehoben und unsympathisch. Echt? Ja. Das ist witzig eigentlich gar nicht. Wirklich? Mal was falsch heute? Wahrscheinlich, weil ich so müde bin. Zu früh. Ja.
Jetzt kommt die Ansprache, Leute. Ihr müsst jetzt nicht extra nett sein oder so, wenn ihr rausgehen wollt mit, der ist eh nicht mein Typ oder so, auch vollkommen in Ordnung. Okay. Es geht in erster Linie um Entertainment. Ja. Das ist ja kein wirkliches, heißt zwar Blind Dating, aber es ist halt kein Romantikformat oder so, sondern eher ein Aussuchen auf Basis vom Outfit, was einem gefällt und den Antworten auf die Fragen. Oje, das arme Mädel da hinten hat einfach beide Arme eingegipst. Die dürfte gestürzt sein oder so, müsste gebaut. Jetzt geht's mal los. Jetzt müssen wir uns da alle hinter dieser Wand auffädeln. So, Popschall rausstrecken. Was muss ich unterschreiben? Also die Einverständniserklärung, dass wir sie veröffentlichen dürfen. Kann ich das im Nachhinein unterschreiben, wenn ich weiß, dass es veröffentlicht wird? Vielleicht reden wir auch was ganz anderes hier. Okay. Ist das deine Schrift? Ist das deine Mädchenschrift? Liegt das am Mädchen-Oberarm, dass du so schreibst? Liebe Grüße an euch, selber schön, dass du mich angehört habt. Also wir haben jetzt kurz die Sofodov, die da heute unser Outfit abgecheckt. Spricht sie dich an? Ja, voll. Vielleicht gewinnst du heute und also alles wieder ein Pärchen. Ja, voll. Sie umzogen. Du, ich habe mir gedacht, schlimmer geht's nicht mehr, aber du legst immer noch eins drauf, hä? Besser geht's nicht mehr. Sicher. Was steht da? Lisa. Herz. Nein, da. Gott. Ihren Schuss. Gott, Ihren Schuss. Amen. Okay, let's go, Leute. Da weiß nicht mal ich, was ich sagen soll. Also nur zum Verständnis, das war jetzt dein Reiseoutfit und das ist dein Auftrittsoutfit. Okay. Worin liegt jetzt genau der Unterschied, dass die ein bisschen bequemer sind, die Schuhe, gell? Als die sind tatsächlich viel bequemer, die sind zu eng. Ja, wurscht. Hauptsache, sie schauen gut aus, oder? Hast du dich selber bemalt? Ja, sieht man nicht. Ah, das sind Buffalos mal gewesen. Okay. Und der Jogginganzug, hast du den schon gehabt, wo es dein Kind war, oder? Ein Pyjama. Dieser oder der? Den hättest du mal waschen können, ha? Ja, schon jetzt schon gesehen. Scheiße, an deinen Sprengstoffgürtel. Pack, Leute, raus da. Entschuldige, welches Lied hörst du gerade? Wolltet ihr was? Seit 20 Minuten warm, mich hasst jetzt schon jeder am Set. Schaut's auf, die deuten auf mich, die reden über mich. Hast du den Schirchen gesehen? Ich geh jetzt mal hin. Den da. Ja, gehen wir mal hin zu dem. Okay, pass auf, den machen wir jetzt fertig. Du gehst darüber und ich komme von der anderen Seite. Passt? Und ich bleib da hinten und filme alles. Okay, passt. Was hast du gesagt? Das ist ein Regenbogenzahn. Ja. Den habe ich dann abgeschliffen. Ups. Jetzt sind wir uns. Und dann habe ich den gemacht. Es wird dann nicht einfach schwarz, weil du irgendwas gekauft hast, damit du auf die Pappen kriegst, dann ist wieder schwarz. Es ist überkront. Ihren Schuh, kriegt nicht auf die Pappen. Auf Kamera. Und was hast du alles? Gott hast. Iron Jules. Genau, und Prophet, oder? Oder Prophet. Messias. Und das ist so geschrieben, dass wenn ich dich deep float, dass ich deinen Namen lesen kann, das, oder was? Das könnte der Sinn sein. Ich hab's nämlich nach dem Verhauen, ich hab's dann bemerkt erst. Dein IQ ist nicht so hoch, da habe ich das Gefühl. Echt jetzt? Du bist Tierarzt. Ja, genau. Dann bist du der Hausarzt von meiner Ex-Freundin. Entschuldigung. Wir werden von allen Kissen auf. Einer Reihe steht und dann zum Reifen. Wie nochmal? Ja, so. Also, jetzt haben sie die Hose auch in deiner Größe gehabt? Also heute, aber. Wie ist der? Wenn hast du die auspackt? Kannst du mir gerne ein bisschen MM zuschicken lassen. Ja, safe. Ich bin schon aufgeregt. Extrem, ich bin denkst ganz nervös. Heute ich schwitze schon. Darüber habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht. Möchtest du gewinnen? Was habe ich davon? Du bist der Gewinner. Was gibt's zum Gewinnen? So viel. Ach so. Nein, ist mir jetzt nicht so wichtig. So, Burschen, seid ihr bereit? Okay. Geh mal. Leute, es ist vorbei und ratet mal, wer gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr alle mit dabei wart und... Ja, danke, dass du mitgespielt hast, danke. So, Freunde, nachdem ihr bei meinem glorreichen Sieg nicht dabei sein habt können... Du darfst nicht sagen, dass du gewinnst, sonst weiß ich nicht. Ah ja, stimmt. Nervig, ich darf nicht sagen, dass ich gewonnen habe. So. Ist nicht so schlimm, mein Blog schaut eh keiner. Kannst du dann im Nachhinein posten? Ich kann sie ja im Nachhinein rausschneiden. Mir ist wirklich dein Pullover aufgefallen, wie krass der ist. Na, danke schön. Also wirklich, der Schimmereffekt und so, obwohl es keiner ist. Und jetzt checke ich erst, dass es ein Merch ist. What the fuck? Ja, meine Modemarke. Also, ja stimmt. Sorry, Modemarke. Rabbit, weil das schaut richtig krass aus. Das hole ich mir selber. Ist das echt kein... krass? Unbedingt. Ich bin jetzt am Weg zu Hypnitz. Ich habe ernsthaft meine Cam liegen lassen, deswegen filme ich die ganze Zeit schon mit dem iPhone. Werde ich mir dann auch noch einen Sweater mit einpacken. Ich habe mir das letzte Mal schon die Represent-Jacke geholt, aber vielleicht nehme ich noch was mit. Die ist so nice, Leute. Richtig fett und in dem Braun so mit der Hose dazu. Ja, also Jungs, grüß euch. Meine, da hängt alles, kommt vorbei, gell? So, dann nehmen wir jetzt noch einen L mit. Yes. Dann brauchen wir noch ein Jeans in XL. War ein richtiges Fett am Samstag. Samstag ist super gegangen, gell? Waren viele Leute. Das nehme ich alles mit. Ich habe die Kamera back, Leute, ja! Schaut mal den Fit von heute an.
kein Wunder, dass wir den ersten Platz gewonnen haben. Das ist super, top, danke dir. So, Taxi wartet schon. Wenn sich jetzt ein paar von euch fragen, hey, was ist jetzt mit deinen Haaren, warum sind die nicht mehr so vorne? Leute, ich kann mich einfach selber nicht ernst nehmen mit diesen komischen Federn da nach vorne. Das schaut so deppert aus. Und ich komme vor, als wäre ich ein alter Mann, der versucht, mit den Kiddies mitzuhalten. Super peinlich einfach. Wer spielt so gut? Ja, der Kasperl da drinnen. Ich weiß nicht, wer heißt, aber... Der spielt so gut, dass man immer lachen muss. Ja, Leute, und damit sind wir am Ende des Vlogs und zu dem Zeitpunkt, wo die Oma und ich euch frohe Weihnachten wünschen. Gell, Oma? Nein, jetzt bin ich aber gar nicht. Fröhliche Weihnachten, ein frohes Fest. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Nächste Woche gibt es dann schon den Weihnachtsvlog. Also jetzt geht es wieder Vlog auf Vlog. Deswegen schaltet unbedingt rein. Genießt die Zeit mit eurer Familie, fresst euch ordentlich an und geht aber auch brav trainieren, Freunde. In diesem Sinne, das ist für mich. Der ganze Rüssel hängt.